Il les prenait. Ah ben, dis-la, ce que c'est, Napoléon, vers l'ordre du Schlacht von Patin. Nee, ich weiß es nicht. Ich lese nie. Gute Nachrichten. Vielleicht können wir unsere deutsche Nation haben. Halleluja! Endlich werde ich meine Habe, meine Geld und meine Grundwissen wiederfinden. Ah, die Schelme. Wenn sie wussten, wie unser Frieden Gott ist. Über all diese Betrügen mir gegenüber. Woher wissen Sie das? Gott hat es mir gesagt. Ah. Alle unsere Völker und alle unsere Brüder, die bisher getrennt waren, werden in einem Land zusammenkommen können, Deutschland. Napoleon hat uns daran gehindert, unsere deutsche Nation zu haben. Aber er hat viele Errungenschaften gebracht, die wir bewahren müssen, wie das bürgerliche Gesetzbuch. Ja, wir brauchen diese Gesetze. Ohne sie sind die Bauern nichts. Es stimmt, dass das bürgerliche Gesetzbuch uns eine Menge Recht gegeben hat. Aber es gibt keine Gleichstellung von Frauen und Männern. Tochter, Gott schuf die Frau aus dem Mann und sie ist so naiv, dass sie von der Schlange überredet wurde und dann dem Mann verfuhr hat. Sie ist dem Mann unterlegen und es ist normal, dass sie weniger Rechte hat. Vater, bei allem Respekt, es stimmt, dass unsere Rolle in dieser Bibelstelle nicht sehr schauspielhaft ist. Aber Gott hat uns die Aufgabe gegeben, Kinder zu gebären. Ist dies nicht ein Vertrauensbeweis uns gegenüber? Es ist richtig, aber Gott hat seinen Sohn und nicht seine Tochter auf die Erde gesandt und alle, die Apostel sind, Männer. Dieser ist der Beweis, dass er dem Mann mehr Verantwortung und Vertrauen schenkt als der Frau. Franziska, hört, was Martin und die Bauern sagt. Diese Worte sind weise für dich. Ihr Frauenfeinde, besetzt um Geld. Gott wird dich vor deinen Lächeln liegen, vor dem Strafen. Ah, Karl, du bist endlich da. Hast du die Nachricht gehört? Nein. Was ist passiert, Rudolf? Warum sind Sie alle so aufgeregt? Die Franzosen haben die Schlacht von Waterloo verloren. Wie? Nein, warum? Sie haben so viel für Deutschland getan. Was sagst du denn? Sie sind unsere Feinde. Ohne Franzosen und ohne französische Gesetze ist er doch viel besser. Niemand darf unser Verhalten diktieren. Ich bin nicht mit dir einverstanden, Amalia. Sie hatten gute Ideen. Jetzt kehren wir zurück zur Monarchie. Das ist aber schrecklich. Ja, genau. Danke, Karl. Wie können Sie froh sein? Wir werden zurückfallen und alle die Werte, die wir mühsam gewonnen haben, verlieren. Sie haben nicht die geringste Ahnung von Politik und gleichzeitig. Ist es normal für einen Bauern, wenn man in Ziegenmist aufgewachsen ist? Wenn man uns das in der Schule beibringt, bleibe ich lieber auf meinem Hof. Bewahre meine Werte und halte an der Revolution unbeirrt fest.